Hallo und herzlich willkommen am heutigen Donnerstag zu einer neuen Ausgabe hier. Ja, im neuen Format ETS quer durch Europa. Und ich habe mich heute entschieden, dass wir von Köln nach... Wo war das jetzt hier? Ist hier Köln? Irgendwie... Was ist er denn hier? Moment, wir gehen nochmal hier auf Köln. So. Moment. 33. Ja, da kriegen wir den besten Preis für. Wir fahren also in die Slowakei. Mit einem, ich weiß gar nicht, was da drauf ist, Radlader oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hier irgend so ein großes Gerät, das wollen wir dann mal abholen. Lenkwehranalyse. Du beabsichtigst, einen Schwertransport zu übernehmen. Wird ein Blick auf die momentane Ausführung deines LKWs, um sicher zu sein, dass du die Ausgaben bewältigst. Ja, das geht schon. Der Kunde wartet auf seine Ware. Ja, der Kunde wartet auf seine Ware, das heißt, wir werden jetzt hier loslegen. Ja, und ich sage jetzt mal danke für alle, die hier heute wieder einschalten. Grazie dafür. Und gucken wir mal gerade. Ja, der ist dran, wunderbar, sehr schön. Das heißt, wir können loslegen. Da wollen wir mal einen Gang einlegen. Dann wollen wir mal hier losfahren. Links ab. Ach, links, okay. Dann wollen wir hier nach links abbiegen. Mal gucken, ja. Immer geradeaus. Ach, sehr schön. Die Ampel wird direkt für uns grün. Aber wir brauchen ja gar nicht weit zu fahren bis zum Laden. Das ist na klar, sehr praktisch. Demnächst links abbiegen. Ah, hier ist lieb, ja, okay. Biege nach links ab. Dann müssen wir mal hier reinfahren. Warum fahren die alle ohne Licht? Hallo? Was ist das denn? Von denen das Licht kaputt? Ach, guck mal, der hält auch an. Sehr schön, danke. Es ist vorbei. So, müssen wir laden da hinten. Okay. So, mal gucken, wie wir das hier anstellen. Ja, wenn dieses Video rauskommt, dann sollte ich eigentlich auch wieder live sein auf Twitch, wenn nichts dazwischen gekommen ist. Ich wüsste nicht, was er so heute dagegen sprechen sollte. Gestern war es ja so, dass mein Sohn Geburtstag hatte. Daher habe ich gestern nicht gestreamt. Diese Woche, wo unsere bisschen Geburtstagswoche ist. Hallo? Achso. Okay. Irgendwie bin ich hier, glaube ich, etwas falsch, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Bin mich hundertprozentig sicher. Bin noch nicht so oft mit dem Anhänger, also mit dem Auflieger hier gefahren. Daher wollen wir erstmal dran gewöhnen, den überhaupt zu sehen. Aber das kriege ich hin. Gar
Kein Problem. Ist immer schlecht, wenn man das dann im Dunkeln halt erst einmal tut. So, jetzt sieht es doch besser aus. Jetzt sollte das aber passen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja, ich arbeite mich weiter hier nach oben. Mühselig. Und jetzt das Eichhörnchen. Ja, wird schon besser. Wir kriegen das noch hin. Ist ja die Frage, wie lange das dauert. Aber ihr habt ja Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch ein Getränk gemacht. Weil, ne? Das sind ja doch Touren, die immer etwas länger dauern. Dafür gibt es auch noch eine in der Woche. Davon. Ja, diese Woche bin ich ja klar aufgrund der Geburtstage und einigen anderen Projekten noch nicht dazu gekommen. Weiter in der Kornwelt zu arbeiten. Für diejenigen, die es interessiert. Und ich bin noch nicht weiter dazu gekommen, Tutorials aufzunehmen. Okay, wir fahren los. So, Licht ist an. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir dann mal starten. Was haben wir da hinten drauf? Sehen wir das? Na, vielleicht gleich mal im Hellen mal gucken, ob ich da hinbekomme. Da raus, okay. Aber irgendwie stimmt hier noch was nicht. Kann mal was gucken. Wo war das jetzt hier? Aha, ich wusste doch, da fehlt noch was. So. Die ganzen Lichter sind hier weg. Sehe ich gerade mal. Das ist ja nicht so gut. Da muss ich ja nochmal gucken, wo dann das denn liegt. So, jetzt sehen wir mal, was wir da hinten drauf haben. Einen kleinen Bagger haben wir hier drauf. Von Volvo. Das ist doch schick, oder? Naja, ordnungsgemäß gesichert ist das Gerät aber hier nicht. Muss man feststellen. Zumindest sieht es nicht danach aus. Aber na, egal. Achso, Moment. Halt, stopp. So. Also, auf geht's. Auf geht's. Morgen 6.32 Uhr. 125.000 haben wir schon wieder drauf. Das ist doch mal schön. So, jetzt wollen wir mal gleich links fahren. Warum auch nicht? Da wo die ganzen Autos herkommen. So, muss ich jetzt erstmal hier konzentrieren, hier rauszukommen. Ein bisschen Konzentrone. So, jetzt aber. Wir gehen nach links ab. Gut, genau, das ist schon mal schön. Wo kam das denn Auto jetzt wieder her? Habt ihr eben nach rechts geguckt? Da war da gar keiner. Ach, nö, ey. Ernsthaft? Geht das schon wieder gut los hier? Das geht ja schon mal wieder gut los hier. So, 14 Stunden. Können wir mal eben kurz hier Pause machen. So. Jetzt sehe ich alles, was ich sehen muss. Sehr schön. Ja, aber heute Abend ist eigentlich Multiplayer. Das heißt, dann werde ich in einem anderen Profil unterwegs sein. Biege nach rechts ab. So, mal gucken. Und nochmal, gleich nochmal absprechen.
hier mal ganz schön zu kämpfen. Den Berg herauf. Oh, mein Kampf. Mein Kampf den Berg herauf. Bei den letzten Tagen bin ich immer nur MAN gefahren und jetzt fahre ich hier Scania und dann haben wir wieder eine Umstellung. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So ist das im Leben. Man muss flexibel sein, ne, Freunde? Immer schön flexibel sein. Biege nach rechts ab. So. Oh mein Gott. Also wegen Geschwindigkeitsüberschreitung muss ich mir gar keine Sorgen machen. So, jetzt aber ab auf die Bahn. Und ab in die Slowakei. Auf in den Kampf. So, wenn alles gut läuft, dann wird die Folge doch noch unter einer Stunde heute bleiben. Das wäre auch schon mal hervorragend. Genießen wir ein bisschen die Aussicht hier auf der Autobahn und fahren ein wenig durch Deutschland noch. Oh, haben wir gerade noch geschafft zu bremsen. Immer diese Feuerwehr, die einen auffällt. Also ich glaube, für Schwertransporte müssen wir doch erstmal abwarten, bis wir einen größeren Trailer haben. Beziehungsweise nicht Trailer. Trailer ist ja nicht das Problem. Aber die Zugmaschine ist, glaube ich, doch ein bisschen schwach dafür. Ach, rechts halt dann außer rechts nehmen, okay? Jetzt gerade mit dem neuen Cockpit hier beschäftigt. Wo ich sehe, wie viel Kilometer ich noch fahren kann. Oder so, keine Ahnung. Ich sitze ein bisschen weit weg vom Bildschirm, ich kann kaum lesen. Also, müsste da jetzt wirklich näher rangehen, um das jetzt lesen zu können. Ach, ich habe nur noch 304 Liter im Tank. Warum habe ich ja nicht getankt? Oh. Wieder schlechte Vorbereitung, meine Freunde. Eieieiei. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsüberschreitung. Jawohl, meine Dame. So, ich kann mal einen Blinker ausmachen. So, genau, wir wechseln gleich das Staatsgebiet. Wenn jetzt gleich nach, keine Ahnung, wohin kommt. Moment mal, wir fahren ja. Ah, gucken wir mal, wo wir jetzt gleich rauskommen. Ach, ist doch herrlich, oder? Sonnenaufgang entgegen, ach. Ich liebe es. Wunderbarer Tag hier. So muss das sein. Und nicht anders.
funktioniert. Das funktioniert auch. Sehr schön. Funktioniert auch. Mal eben die Tasten durchprobieren, weil das Profil gewechselt. Mal gucken, ob er die Einstellung für alle übernommen hat, aber scheint so. Ja, also jetzt immer donnerstags gibt es also hier eine neue Folge vom ETS. Eine Stunde mit mir quer durch Europa. Und mittwochs gibt es dann immer, ja, mit mir. Da spielen wir auch über dieses Profil hier. Da arbeite ich mich hoch. Also ich habe ein bisschen gefuscht, wenn man einen anderen Account angelegt und da bin ich mittlerweile schon Level 36 und viel Geld, viele Autos am Start, viele LKWs am Start, mehrere Garagen habe ich mittlerweile, also da bin ich mich ein bisschen am Testen, ausprobieren, wenn es einfach mal, ja, egal ist, wie viel Geld man hat, weil ich habe also geschafft, 10 Millionen schon auf den Kopf zu hauen. Gar kein Thema hier. Das ist genauso wie ein Landwirtschaftssimulator. Ne? Das ist auch nicht also billig. Und ich glaube, wir müssen hier abbiegen. Erfurt Kassel sehe ich hier gerade. Okay. Rechts halten. Ja, so. 200 Meter vor dem Abbiegen sollte man blinken. Ja, immer fein aufpassen, meine Freunde, dass ich da alles so richtig mache. Wenn nicht, ne, haut mir mal ein paar auf die Finger. Ha, witzig. Könnt ihr ja gar nicht. Oh, Andy. Ich bin heute wieder mächtig witzig. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten. Aha. Vergessen, meine Alexa hier zu aktivieren, damit Alexa mit mir redet, weil, ne, ich kann diese Stimme nicht mehr hören. Vor allen Dingen, wenn die dann die ganz dummen Witze raushaut, so an der Mautstation. Oh. Was war das noch? Was die Sahne für die Torte ist, der Scania für Transporte. Das ist, glaube ich, noch einer der besten Sprüche davon, wenn man an der Mautstation ist. Aber ja, ich war auch mittlerweile mal ein bisschen in den Ostblockländern unterwegs, sogar bis in die Türkei bin ich schon mal gefahren, über 4000 Kilometer, also das waren 6,5 Stunden, die ich hier vorm Rechner gesessen habe, um das Ziel zu erreichen. Das war schon echt Wahnsinn und das war auch eine aufregende Tour. Also, ja, da werden wir irgendwann mal hinkommen. Sofern Andy dann irgendwann mal hier weiterkommt. Hier mal mit den Levels ein bisschen aufsteige. Welche Autobahn sind wir denn hier? Hallo? Hallöchen, Probierchen. Ah, da vorne kommen wir auf jeden Fall an der Raststätte. Da können wir, glaube ich, auch. Ne? Der tanken ist hier nicht. Hier ist nur Rast. Okay. Dann brauchen wir hier runterfahren. Hier ist nur schlafen, parken, duschen, frühstücken. Mittagessen, Abendessen. Könnte gar nicht lesen, was da drauf stand. Hallo? Ja, viel zu schnell hier. Oh mein Gott. Also. Aha, Kassel, Erfurt, Garage, Erfurt. Sind wir hier auf der A4 oder wie sehe ich das? Nee, ist die A5. Ach, du Schande. Eine der schlimmsten Autobahnen in Deutschland überhaupt. In wenige Tage, wo man drüber fahren kann, ohne dass da mal Stau ist. Jetzt fahren wir auf die A7. Oh, ja. Dann
Müssen wir hier eigentlich am Hermsdorfer Kreuz sein, oder? Gleich. Genau, Baustellchen, ja. Mach ein Stell dich ein im Baustellchen. Oh mein Gott, Vater, jetzt. Gut, dass hier wieder bergab geht. Mit der Beschleunigung ein bisschen besser. Achte auf alles, nur nicht darauf. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bremse ja. Die Bremse will nicht. Ich habe hier ein bisschen bergab. Das ist auch, ne? Da geht es schon ganz schön runter. Den Berg hier, also das weiß ich. Ja, jetzt fahren wir hier die A4 Richtung Erfurt-Dresden hoch. Naja, wenn sie ein bisschen schöner machen können, in Wirklichkeit ist das nämlich nicht so. Schon oft genug über dieses Kreuz hier gefahren. Aber egal. Die Autobahn haben sie auch wahnsinnig ausgebaut. Ist normalerweise eine Baustelle. Junge, 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 du musst ja noch eine schlechtere Maschine haben, Victor. Wenn du so hier an dem Berg hier hängen bleibst. Denn, hey? Hallo? Was hat denn für ein Kurve hier? Alter, Walter. Ach, hier ist er noch 60. Ah, jetzt wieder 80. Ah, Rasthof Eisenach. Da können wir jetzt tanken. Da ist definitiv eine Tankstelle. Ah, hier haben sie jetzt auch schon dreispurig gemacht. Sehr schön. Ist ja ein Eisenach auch so. Ach, jetzt fängt es auch noch wieder an zu rennen. Ja, das hat er gebraucht. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ah, ja, ja. Ach, guck mal, da unten. Ja, ein Tünnelchen für die Eisenbahn. Rechne mal die Route neu. Die Ute mit der Schnute, die hat eine lange Route. Ja, wenn man dann hier den Berg noch hochkommen. Eieieiei. Mein Kampf. Ja, hervorgewesen. Das ist auch schon mal schön. Hier können wir tanken. Wo
So, Mann. 1,61. Alter Schwede. Oh, teuer. Oh, der hat einen 1000-Liter-Tank. Das ist ja fein. Und weiter geht's hier. Immer geradeaus. Jupp, immer geradeaus. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ah, doch, Erfurt, geradeaus. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Mädel. Guck mal, hier ist 60, Mädel. 60. Also, was willst du denn von mir? Oh, ja. Alles gut. Lebe noch. Danke der Nachfrage. Oh, ja, ja. Das war jetzt nicht gut. Ah. Was meinst du denn, hey? Oh, Alter, was machen die hier mit mir? Das läuft ja heute mal sehr suboptimal hier, wirklich. Mal gucken. Ah ja, ist nur das Führerhaus. Alles andere hat keinen Schaden gekriegt. Ah ja. Ja. Morgen ist Sonntag. Müssen wir aufholen. Hab hier Zeit verloren. Was da? Oh. Was ist das denn? Bitte links halten. Seit wann kann ich ja mittlerweile so schnell fahren? Hallo? So wie ein Motor ausgemacht vor lauter Panik hier. Seit wann kann ich denn über 100 hier fahren? Hallo? Seit wann geht das denn? Alter. Also, wenn wir mal den Scheibenwischer eine Stufe höher stellen, dann müssen wir mal ein bisschen was sehen hier. So, mal gucken, ob wir hier freundlich die Kollegen mal hier reinlassen können. Wo die noch. Wo kam der denn jetzt her, ey? Da war doch gerade keiner. Ich hab da genau geguckt im Spiegel. Mann. Oh, 1200 Euro schon an Bußgeldern. Alter, Falter. So verdienen wir hier kein Geld, meine Freunde, wenn ich so weitermache. 1000 Euro getankt, 3 Unfälle, 400 Euro. Sind wir jetzt Jena? Kommt mir so ein bisschen bekannt vor in der Tunnel. Mal gucken. Wo man gleich hier rauskommen. Im Endeffekt sollte jetzt gleich links Jena dann sein, weil das ist so der einzige Tunnel, den ich da auf der A4 kenne. Guck mal, was jetzt hier auf dem Schild gleich auch drauf steht. Aber müssen jetzt links hier diese Plattenbauten zu sehen sein. Ah, doch. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Da fuhr ein ICE, man konnte ihn nur hören. Sehen konnte man ihn nicht. Amsdorfer Kreuz? Hä?
Ah ja. Aber wir fahren, glaube ich, weiter geradeaus, ne? Richtung Dresden. Genau. Wir fahren weiter geradeaus Richtung Dresden. Bitte links halten. Bitte links halten. Okay. Ist doch, Mädel. Leipzig. Oder Leipzig, der Leipzig allerlei. Ja, ja. So ist das. Ja, woher kenne ich die Autobahn? Bin früher ja jeden zweiten Tag von Leipzig nach Frankfurt gefahren. Das war mein Job. Kommend von Breda aus bin ich nach Leipzig gefahren. Jede Nacht 700 Kilometer darunter gedonnert. Und morgens früh um 7 Uhr muss ich in Leipzig sein. Und abends um 21:30 muss ich wieder in Frankfurt stehen. Das heißt, ich muss also von Leipzig nur nach Frankfurt fahren. Hatte ich dann sage und schreibe doch 14,5 Stunden Zeit für. Ja, und schlafen muss ich auch nochmal zwischendurch. Aber war schon eine geile Zeit, also muss ich sagen. War ich 4 Tage die Woche aus dem Haus. Und die restlichen 3 Tage war ich zu Hause. Das war schon ein geiler Job. Ich hatte mit Laden, Entladen nichts zu tun. Bin nur rückwärts vors Tor gefahren und dann wurde das Auto überladen. Und wenn die dann fertig waren, haben die Türen zugemacht, verblombt und erwartet. Kann ich meine Papiere holen gehen und dann auf Wiedersehen. Was ist denn hier? Dudots. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, rufen wollte ich jetzt nicht. Ich muss eigentlich schon in Dresden sein. Mal 400 Kilometer sind vor uns. Das heißt, die Hälfte auch schon hinter uns. Ja, wir müssen hier rechts abbiegen, so wie das aussieht. Also vermute ich jetzt mal. Ich stand so richtig da auf dem Navi sehe. Gestern Abend bin ich auch eine Tour gefahren. Also erstmal bin ich nur im Kreis gefahren.
weil da eine Vollsperrung war und das Navi mich immer wieder zur gleichen Stelle zurückgeleitet hat. Und dann war ich 3 Kilometer von der Abladestelle entfernt und biege falsch ab und hatte wieder 127 Kilometer oben drauf. Freunde, ich kann euch sagen, das ist teuer geworden. Oh mein Gott. Verspätungszuschlag. Eieieiei. Da habe ich aber Abzüge gehabt. Das hat Abzüge in der D-Note gegeben. Also das war ganz schlecht. Achso, ich kann ja... Ah doch, nee, ich muss hier rüber. Alles gut. Hallo, willst du mal Gas geben? Danke, Kollege. Uiui, was hat denn hier für ein Tünnelchen? Das sieht auch mal sehr instabil aus. Muss man sagen. Schnell raus hier. Sieht nicht so toll aus, aber naja. Was meint der da vorne für Faxen? Hallo? Hast du irgendwas getrunken? Jetzt können sie auch langsam wieder aufhören, hier zu regnen. Also, das ist ja mal traurig. Kann man ab und zu mal rausgucken. Naja, ich sehe hier Schatten. Ich sehe hier. Ja, seht ihr den Schatten da auf der Straße vom LKW? Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, guck mal da, was für ein schickes Auto. Oh, willkommen in der Tschechoslowakei. Nee, Quatsch, war die Tschechische Republik, nicht die Tschechoslowakei. Oder? Doch, muss die Tschechische Republik gewesen sein. Ach, guck mal, das ist doch mal hier ein hochmoderner Tunnel, groß mit Lichtern, Abzug, Sauben. Ei, dann sieht doch schon mal schick aus, ja? Sehr modern, sehr schick, sehr toll. Ja, 16 Uhr, warum wird dann schon wieder so dunkel hier? Ach, das ist auch eine schöne Brücke hier, oder? Sieht doch mal nice aus. Ja, das ist auch ein verregnetes Türchen hier. Mein Gott, das ist ja nur am Rennen, hey. Die Umweltgeräusche ein bisschen runtergedreht, weil, ne, das ist wirklich so laut, ja, wenn ihr der Regen auf die Scheibe hier prasselt, da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr, ja. Aber ich will hoffen, dass der Motorsound laut genug ist. Das ist ja eigentlich das Geilste überhaupt hier in dem Spiel. Der Motorsound, wenn er aufheult und aha, wenn er orgelt. Ach, herrlich. Musik in meinen Ohren.
kommt wieder ein bisschen mehr Sonnenkissos. Wo sind wir denn jetzt? Hallo. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Wo sind wir denn jetzt? Oh, das ist ganz schlecht. Man sollte vorwärts rollen. Nicht rückwärts rollen. Ich wollte aber gerade mal eben schnell ein Bild für die Ewigkeit machen. Doch, ich würde sagen, ist alles frei. Können wir hier loslegen. Sag mal, dann fahr doch auch. Ja. Erst ziehst du mir vor die Karre, dann fährst du nicht. BRNO. Ja, was mag das denn wohl heißen? Zentrum, das kann man ja neu erkennen, ja? Wroclaw. So. Ich habe nicht alles. Gibt es nicht alles Aufregendes? Auch eine Werkstatt wäre hier. Das, oh, das wäre auch mal eine nice Geschichte, eine Werkstatt hier. Nein, nein. Ach, da oben ein Zug. Aha. Hallo. Cargo Rail. Mhm. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder sollen wir eben schnell hier reinfahren? Eben schnell mal die Zugmaschine reparieren lassen. Doch, würde ich sagen, machen wir mal eben schnell. Ah, nee, das ist. Aha. Das ist. Oh nein. Ich will das Ding nicht kaufen. Das ist eine Garage, die man kaufen kann. Nein, will ich ja gar nicht. So. Oh. Lass mich jetzt auch mal wieder raus hier. Hallo. Ah, da kann man vorbei, alles wunderbar. Ah, ist doch wie gemacht hier für Papa. Oder auch nicht. Oh, ich hätte jetzt hier keinen Rückwärtsgang drin. So, jetzt aber. Machen wir doch, wenn du das sagst. Ein Ämpelchen, ja, ist ja Wahnsinn. Ein Ämpelchen, das ist ja mal aufregend, ja. Ein Ämpelchen. Wir wetten können, dass das in der Werkstatt ist, aber ja, habe ich doch vertan. Weiter geht's hier im Text. Ich komme mit dem mit einer so wie ihre Geschwindigkeit. Rechts halten. Ah, nee. Rechts so, rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Sehr aufregend, richtig. Biege nach rechts ab. Ja, Mädel, die Ampel ist rot. Da kann ich rechts abbiegen. Sag mal, ey. Ist doch nicht mehr normal mit dir. Was stimmt denn mit dir nicht?
Das müssen wir uns, glaube ich, links halten, wenn ich dann so richtig verdeute da vorne. Habe ich verstanden. Und ich gerade sehr breit hier ein Stück. Alle Julia. Eine schöne Spur rennen hier. Doch hier schon mit zwei Händen hier Lenkrad festhalten. Damit hier, ja, der LKW nicht durch die Gegend fliegt. Ja, mach ich doch. Oder wo das sieht der aus? So, sehr schön. Schon bergab hier. Halleluja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da vorne Tankstelle. Oh, ja, 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 aber tanken brauchen wir noch nicht. Ist doch schon wieder 200 Liter verbraucht. Gucken. Doch, die sitzt noch da. Die ist noch nicht geflüchtet. Ja, bin ich mehr alleine unterwegs. Ja, schau, hab mir eine Begleitperson geholt, ne, damit ich nicht mehr so alleine hier unterwegs bin, ne? Aber die scheint auch immer nur mit dem Handy beschäftigt zu sein. Also, ne, das muss ich auch irgendwann mal abnehmen, damit sie schon mal mit mir unterhält, damit ich mich nicht immer mit euch unterhalten muss. Also, ne, so geht das ja mal nicht, ja? Also, ne, die soll mich auch ein bisschen belustigen, wenn sie hier schon mitfährt. Und nicht nur, ne, auf ihr Handy starren. Also, so geht das Thema nicht hier, meine Freunde. The Mary hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, jo, 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 Was denn? Jetzt mal gespannt, ob wir mit der Tour hier wieder ein Level aufsteigen. Wäre ja schon ganz schön. Ein Level aufgeben. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da stand da gerade Auto, oder? Ich war gerade was am Trinken nebenher. Da war er ein bisschen abgelenkt.
Der Typ hier in die Schwertransport und überholt noch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, meiner glatt. Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Wir müssen mal links rüber. Sehe ich gerade. Blablab. Ja, sehr spät erst gesehen, man. Aber haben wir noch geschafft. Gott sei Dank. Haben wir noch 161 Kilometer. Da sind wir gleich schon am Ziel. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Sind wir da gleich schon angekommen? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Oh oh. Oh oh, achso, ist auf der anderen Seite. Alles gut. Trifft uns nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Ah, an der nächsten, Kreuz ist er abbiegen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, wir können hier rechts bleiben. Okay. Auch gut. Haben wir noch 100 Kilometer. Okay. Sehr schön. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein Parkplatz war da. Okay. So, den überhole ich aber nicht mehr. Alter, was machst du denn hier? Immer geradeaus. Was
So, ich muss ja jetzt hier noch rüber. Ich muss hier rechts ab. Ein bisschen geirrt. Eigentlich wollte ich ja darauf hinarbeiten, hier eine Garage zu erstellen, damit wir irgendwann mal ja noch einen zweiten LKW uns holen können, einen Fahrer dazu, einen zweiten LKW uns anschaffen können. Dann soll ja auch jetzt bald mal alles kommen. Kilometer. Okay. Ach, da kommt wieder ein Tunnel. Der ist aber sehr gut beleuchtet. Alter Rede. Der Dach hell hier drin. Ist ja mal richtig hell drin. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Könnte mal den Scheibenwischer ausmachen, fällt mir gerade mal auf. Kriegt mir da gar nicht mehr. Schon seit längerem sehr wahrscheinlich nicht mehr. Dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein. Hindi, warum macht denn nicht den Scheibenwischer aus? Es regnet doch ganz schwer. Ja, danke für den Hinweis. Sehr nett, sehr freundlich. So. Links halten und dann links abbiegen. Hallo, wir sind hier auf einer Autobahn. Ich kann ja hier nicht auf einer Autobahn links abbiegen. Das geht doch nicht. Biege nach links ab. Aha. Das ist aber hier. Oh, das ist sehr freundlich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich werde mich irgendwann mal revanchieren, wenn wir uns wiedersehen. So, machen wir hier. Ich glaube, die nächste muss noch rechts. Das dauert noch ein bisschen. Hier ist 80, okay. Naja. Rechts halten und dann rechts ab. Ich glaube, hier müssen wir raus. Sieht schwer danach aus. Ich glaube, da müssen wir links. Schon so richtig sehr. Links halten und dann links abbiegen. Hier? Ah ja. Biege nach links ab. So. Guck mal, hier ist ein Mercedes-Benz. Wir haben einen Mercedes-Händler entdeckt. Ja, Wahnsinn. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, sorry, da war gerade ein Telefon. Hier ist es doch. GLS. Da sind wir noch hier richtig. Wir sind am Ziel angekommen. Na, ist ja Wahnsinn. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, dann wollen wir das Ding mal abstellen. Ah, ist klar. Da wollen wir mal.
Weiß, sie liebt das, wenn ich da rückwärts einparke. Ach, kleiner Blick mal, Da bin ich wieder. Also irgendwie mit dem stellen wir hier mega dämlich an. Mal verstellen. Irgendwie haben wir eine ganz bescheidene Beleuchtung da dran. Ich weiß auch nicht warum. Joando, wenn du das erste Mal drück jetzt einpackst. Das sieht aber jetzt gut aus. So, damit haben wir das auch geschafft. Aber mal gucken. Eine Stunde, zwei Minuten. Hat ja doch wieder so lange gedauert. Und? Nein, ne? Ernsthaft jetzt? Es fehlen 10 Punkte zum nächsten Level. Ich gehe kaputt. Ja. Ich gehe kaputt, wirklich. Ich gehe kaputt. Ja, Freunde, das war's wieder am heutigen Donnerstag von mir hier. Ja. Vom ETS. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Denn dann sollte es auch eine neue Folge vom Landwirtschaftssimulator geben. Und zwar von der Kornwelt. Und dann am Sonntag gibt es dann auch nochmal zwei Folgen. Also bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.